So, nochmal einen schönen guten Abend live und im Stream und entschuldigt für die Verzögerung. Technik ist immer ja, ein schwieriges Thema. Noch sind wir offenbar nicht so ganz perfekt in unserer Streaming-Routine, aber ich hoffe, wir kriegen einen erfolgreichen Abend und schön, dass endlich mal ungewöhnlich viele Leute live wieder da sind. Fast schon ein Vor-Corona-Gefühl. Und wir haben ein spannendes Thema, was einfach auch sozusagen den Nebeneffekt hatte, dass ich noch nie so oft gefragt worden bin, was ist denn das für ein Thema? Und mir ging es am Anfang auch so ein bisschen, ich kenne Robert schon länger, gerade aus der Männerarbeit. Robert Weinig ist Sozialwissenschaftler und Dozent an der IU, der Internationalen Hochschule in München. Und man hat schon sehr lange im Männerbereich geforscht und gearbeitet. Und ich habe ihn dann gefragt, was gibt es denn für ein spannendes Männerthema? Und er hat mir Gaslighting vorgeschlagen, woraufhin ich das erstmal selber so ein bisschen nachgoogeln musste. Und fand es aber sehr spannend, wir hatten so etwas noch nie. Und auch wenn wir jetzt nicht sehr viel wissen, was Gaslighting ist, was zumindest auch mich betrifft, ich glaube, um 21 Uhr heute werden wir es wissen. Dank, Robert Weinig. Und wir sind gespannt, wir freuen uns, dass du da bist und übergeben an dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank, Christopher, und vielen Dank an SUB und an die Männerakademie erstmal für die Einladung. So ein bisschen ungewohnt mit Livestream, das hatte ich jetzt noch nie. Du hast gerade das Thema so schön eingeführt mit Gaslighting, weil ich, für mich war das irgendwie jetzt nicht zu sagen alter Hut, sondern schon ein Thema, mit dem ich mich eben viel befasst habe. Und deswegen war ich so ein bisschen verwundert, irgendwie von dir und von euch zu hören, irgendwie, dass man das irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hat anscheinend, wobei es ja so ein wichtiges Thema ist. Jetzt ist das so natürlich für alle im Livestream, bringt das natürlich erstmal nichts. Mich würde aber erstmal ganz kurz interessieren, wer von den hier Anwesenden hat denn schon mal von Gaslighting gehört oder hat so eine grobe Idee wenigstens, was das ist? Wenn ihr einfach mal kurz die Hand hebt. Es sind doch ein paar. Ich würde mal sagen, 6 von 25. Okay, das ist eine gute. Danke fürs Zählen, Christopher. Das ist nicht nur im Livestream so, sondern auch hier. Ich glaube, ihr seht mich ganz gut. Ich sehe euch nur irgendwie so ganz rudimentär, so ein bisschen finster. Ja, mag ich eigentlich ganz gern, aber ein bisschen dunkler könnte es hier vorne auch sein. Kann nicht alles sein. Wir schauen erstmal, wenn es um Gaslighting geht, hier auf ein bisschen so auf den Ablaufplan, machen so eine grobe Verortung und schauen mal so, was ist Gaslighting eigentlich, was kann man sich so ein bisschen darunter vorstellen. Konkretisieren das Ganze dann eben unter der Idee, wie verläuft Gaslighting, wie läuft das eigentlich ab? So, hallo an alle, die jetzt noch kommen. Schön, ein paar Plätze haben wir noch. Dann gucken wir als nächstes auf die Auswirkungen auf die Betroffenen und machen einen Exkurs in die Toxic Masculinity. Toxische Männlichkeit ist ja ein Begriff, mit dem ich mich oder ein Phänomen, mit dem ich mich auch im wissenschaftlichen Kontext sehr viel auseinandergesetzt habe. Haben wir auch bei der AIDS-Hilfe mal was dazu gemacht. Um dann am Ende noch zu gucken, ist so ein bisschen reißerisch auch aufgezogen mit Mann, was tun? Was kann man denn machen gegen Gaslighting? Und mir ist es ein Anliegen, nicht nur zu sagen, genau für die Betroffenen, was können wir denn eigentlich dagegen machen, wie kann man gegen Gaslighting vorgehen, sondern auch zu schauen, gerade bei uns Männern selber, wie können wir das denn eigentlich vermeiden, dass gegaslightet wird sozusagen, finde ich ein wichtiges Thema. Und ganz kurz, genau das Sternchen natürlich immer noch, was so viel heißt wie männlich gelesen, männlich identifiziert, weiblich gelesen, weiblich identifiziert. Und damit sollen natürlich auch alle Geschlechter angesprochen sein, die über die Binarität hinausgehen. Jetzt gucken wir erstmal los und schauen mal, wir haben hier ein nettes Bild von den klassischen Gaslaternen, wie man sie so aus dem 19. Jahrhundert vor allem kennt. Hintergrund für den Titel ist eigentlich ein Titel von einem Theaterstück von 1938, britischer Dramatiker Patrick Hamilton, wo es grob darum geht, eigentlich so um eine Beziehungsgeschichte Mann und Frau, haben wir wieder die binäre Geschlechtervorstellung, heteronormativ. Und der Mann versucht eigentlich an das Vermögen von der Frau ranzukommen und versucht sie eigentlich, kann man sagen, so in den Wahnsinn zu treiben, unter anderem mit den Flackern von Gaslichtern, von Gaslampen, wo er eben sagt, beziehungsweise die so manipuliert, dass man die natürlich sieht. Er stellt aber in Abrede, dass diese Gaslampen tatsächlich flackern würden und versucht sie so systematisch in den Wahnsinn zu treiben sozusagen. Und das haben wir dann tatsächlich aufgegriffen, so ab den circa 1970er Jahren in der Psychologie und beschreibt eigentlich eine Form von psychischer Gewalt, psychischen Missbrauch, sogenannte invalidierende Kommunikation. Validierende Kommunikation wäre ja wertschätzend, empathisch und invalidierend, als das Gegenteil besagt ja dann,
das, was in Abrede gestellt wird, das Erleben in Abrede gestellt wird von der anderen Person und dass die Wahrnehmung in Frage gestellt wird von der anderen Person. Das wäre so eine ganz grobe, kurz gefasste Definition von dem, was Gaslighting eigentlich bedeutet. Wichtig ist zunächst mal eben die Frage, wer gaslightet eigentlich wen? Und in der Regel, das gibt es auch zum Beispiel an Arbeitsplätzen eben auch durch Kolleginnen, durch Vorgesetzte, aber insbesondere in Beziehungen und gerade eben auch in romantischen Liebesbeziehungen. Da funktioniert es in Anführungsstrichen besonders gut, weil zugrunde liegend ist ein Vertrauensverhältnis, das da sein muss. Denn, klar, ich muss der Person, die mich gaslightet, erstmal irgendwie Vertrauen entgegenbringen und quasi deren, dem, was die sagt, auch Glauben schenken können, dass ich sagen kann, okay, das ist eine Person, der vertraue ich, die will mir ja nichts Böses, die will mir ja nichts Falsches, die meint es tatsächlich einfach nur gut mit mir und so kann das eben dazu kommen, dass die eigene Wahrnehmung so getrübt wird, wie es beim Gaslighting erstmal der Fall ist. Betroffen sein können tatsächlich alle Geschlechter. Tatsächlich in der Forschung, Studien kristallisiert sich aber raus, dass vor allem Frauen, weiblich gelesene Personen betroffen sind, aber eben nicht nur. Da gibt es auch noch einen Querverweis darauf, dass jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben psychische Gewalt erfährt, Gewalt in Beziehungen erfährt, eben körperliche als auch psychische. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Hinweis, das ist mir nochmal so aufgefallen im Vorfeld von der Recherche, weil da Konrad eben aus der Öffentlichkeitsarbeit hier vom SUB, glaube ich, ist der Konrad, genau, der dann eben auch so gefragt hat, insbesondere zur queeren Community, zur gay Community, wo mir aufgefallen ist, da gibt es wirklich wenig Forschung dazu, gibt es wenig verwertbares Material. Was tatsächlich jetzt hier nicht der Inhalt ist, könnte man aber perspektivisch fortführen, wo man ein bisschen was zu findet ist, wenn es darum geht, gerade bei jungen, vor allem bei jungen Männern, die so ihr oder vor ihrem Coming-out stehen und dann irgendwie so feststellen, so erstmal so ein bisschen sich die Frage stellen, so wie ist denn das? Bin ich wirklich an Männern interessiert? Habe ich eher die Zuneigung zu Männern, wo dann oft passiert im Umfeld oder auch von älteren Erwachsenen, die dann sagen, ja, das ist nur eine Phase, das stimmt alles nicht so, nö, du bist ja nur neugierig oder sowas. Könnte man tatsächlich auch schon in die Richtung denken von Gaslighting, weil ja eigentlich das eigene Erleben und die eigenen Bedürfnisse ganz stark vehement in Frage gestellt werden. Durch andere Personen, die versuchen einzureden, nö, das ist nicht so, du empfindest gar nicht so, wie du es offensichtlich tust. Und das habe ich aber tatsächlich auch nur eine Studie bzw. eine Arbeit darüber gefunden. Wäre tatsächlich mal ein spannendes Thema für sich, sich das auch bei Zeiten mal näher anzugucken. Vielleicht im Rahmen der nächsten Männerakademie. Zwinker, zwinker. Genau, das nur ganz kurz als Exkurs eben auch dazu eben zu schauen, genau, dass das auch in der queeren Community, um das auch zu sagen nochmal, weil wir das vorher insbesondere in Bezug auf Frauen hatten, man kann davon ausgehen, dass das Phänomen tatsächlich eben auch unter Männern, die Männer lieben, auch weit verbreitet ist. Tatsächlich fehlen hier aber die wissenschaftlichen Studien und evidenzbasiertes Material. Ich habe hier ein paar zentrale Annahmen darüber, über die Funktionsweise von Gaslighting, weil wir müssen ja immer wieder feststellen, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Das heißt eben, Männer haben eine Deutungshoheit. Die haben die Deutungshoheit vor allem auch, wenn es um Diskurs geht, wenn es um Aushandlungen geht. Und wie gesagt, dass alles weibliche bzw. nicht männlich gelesene, identifizierte irrational sei, in Anführungsstrichen gefühlsduselig sei und dramatisierend sei. Das wird dann so abgetan. In der Folge ist natürlich von den beschriebenen Personen, denen wird weniger Glauben geschenkt, auf deren Meinung wird weniger gegeben, als jetzt von dem, was klassischerweise als männlich definiert wird. Das ist auch ein zentraler Ausgangspunkt eben über die Funktionsweise von Gaslighting. Da haben wir es hier nochmal auf der Folie eben auch. Die Diskurshoheit ist ja von immanenter Wichtigkeit. Und wir haben natürlich immer den Rahmen von einer binären Geschlechterordnung und von einer heteronormativen Gesellschaftsordnung, die eben sagt, genau, bestimmt was normal sei, wird da irgendwie vorgegeben und sieht eben nur diese zwei Geschlechter, die wir hier sehen. Wir wissen natürlich, wie wir hier sitzen. Es gibt mehr als das und die tatsächlich, wenn man von einer Normalität sprechen will, ist eben nicht diese Hetero-Vorstellung des, was maßgeblich sein sollte. Warum aber insbesondere gerade werden jetzt Männer oder männlich gelesene Personen als Gaslighter kommen da besonders in Frage? Ich versuche so ein bisschen auch die Begriffe Täter und Opfer
zu vermeiden. Gerade Opfer hat ja schon was krass Stigmatisierendes eigentlich. Deswegen versuche ich eigentlich immer eher den Ausdruck zu verwenden von betroffener Person und ausübenden Person. Und es gibt ja das Konzept der sogenannten hegemonialen Männlichkeit in der Soziologie, das gerade durch Raven Connell, eben Sozialwissenschaftlerin, auch geprägt, das ja besagt eben, dass es sowas wie eine übergeordnete Männlichkeit gibt, die eigentlich in der Gesellschaft den Ton angibt. Soweit, die sagt eben nicht nur das hegemoniale Männlichkeit, ist ganz viel verbunden ja auch mit Privilegien, die wir als Männer genießen, die wir haben, ist auch nicht auf alle Männer irgendwie umzumünzen, sondern da wird nochmal unterschieden, auch in komplizenhafte Männlichkeit. Das sind eigentlich so die meisten Männer betroffen, weil eben die Privilegien, sagen wir jetzt mal, finanzielle Ressourcen, materielle Ressourcen nicht so weit verbreitet sind. Da gibt es eben auch noch sowas wie die marginalisierte Männlichkeit, gerade in Bezug auf Migranten, Migrantinnen und eben auch die sogenannte Untergeordnete, die wird dann gerne eben auch schwulen Männern zugeschrieben, denen dann immer auch so ein bisschen abgesprochen wird, irgendwie, dass die tatsächlich männlich seien. Ne? Also es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist so eine gesellschaftliche Sichtweise, die sich in diesem Konzept widerspiegelt eben auch. Und zugrunde liegend ist natürlich immer auch die Sozialisation, gerade auch männliche Sozialisation. Da kommen wir bei dem Punkt von dem Exkurs zu Toxic Masculinity auch nochmal drauf zu sprechen. Und natürlich die Geschlechterhierarchie, die besagt eben genau, diese hegemonale Männlichkeit ist übergeordnet. Gibt hier ganz besonders nochmal den Kontext, wenn es um Gaslighting eben auch geht. Die ausübenden Personen sind eben, jetzt abgesehen von dem, dass es meistens männlich gelesene Personen sind, Menschen, die geringes Selbstwertgefühl haben und dieses durch Manipulation von Gegenüber, von Partnerinnen oder Partnern nochmal steigern wollen. Hierdurch erfahren sie Bestätigung und zielen darauf ab, dass die Person emotional von ihnen abhängig gemacht wird. Das ist so das Ziel. Es gibt auch Studien darüber, die sagen, es gibt auch Personen, die jetzt unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden und selber diese Manipulation gar nicht merken. Sonst geht man davon aus, dass die zielgerichtet sei. Ich bin der Meinung, so einfach ist es nicht eben, dass diese Manipulation immer so geplant und zielgerichtet ist, sondern dass ganz viel über die Sozialisation, auch hier verweise ich schon mal vor auf den Exkurs zu Toxic Masculinity, was hier einfach auch mit drin steckt. Zum Verlauf, so mit niedlichen Katzenbildern kriegt man ja die Menschen eigentlich immer, soll ein Verweis sein eben auf eine Geborgenheit, weil auf der einen Seite beim Gaslighting geht es ja darum, die gegenüberliegende Person, die betroffene Person zu erniedrigen, herabzuwürdigen und der eigentlich zu sagen, dass ihr Selbstwertgefühl ist, dürfte eigentlich gar nicht existent sein. Die Person ist schlecht, die hat viele Fehler und zugleich wird aber ein Gefühl von Nähe, Geborgenheit, aber auch von Sicherheit vermittelt, um die Person natürlich nicht gleich komplett zu verschrecken. Und eben dieses Phänomen von Gaslighting verläuft halt wirklich über einen langen Zeitraum. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das passiert jetzt alles binnen einer Woche, sondern das schleicht sich halt häufig dann irgendwie auch so ein Stück weit ein. Es geht zentral immer auch um Machtausübung über die betroffene Person. Und ich hatte es vorher schon gesagt, die unbewusste Manipulation in Beziehungen ist auch deutlich hervorzuheben. Ich hätte hier jetzt eigentlich ein Video vorbereitet, da haben wir gar nicht mehr drüber gesprochen, ob wir hier einen Auszug daraus zeigen können. Müssen wir jetzt auch nicht zwingend machen. Ich möchte aber nur darauf hinweisen, da gibt es ein tolles Video von einer Theaterperformancegruppe aus Düsseldorf. Die Erklärungsnötigung heißt das. Können wir auch nochmal einen Link, wenn es ist, auch nochmal rumschicken oder sowas oder online stellen. Von Mascha und Leo, die das so darstellen. Da geht es eben insbesondere um sexuelle Übergriffe in Beziehung und Gaslighting. Und die bringen ganz schöne Alltagsbeispiele in verschiedenen Alltagssituationen, wo es eben darum geht, dass die in Anführungsstrichen untergeordnete Person, in dem Fall als anzunehmenderweise die weibliche, weil wird von zwei weiblich identifizierten Personen dargestellt, ein Problem ansprechen will und die gegenüber sitzende Person deckelt das so. Die gibt der anderen Person so zu verstehen, naja, du machst eigentlich immer so ein Problem, wo gar keins ist und stellt damit eigentlich die Wahrnehmung von der anderen Person in Frage. Da haben wir zum Beispiel so charakteristische Aussagen wie: Du flirtest ständig mit dem Nachbarn. Da wird so unterstellt, kann man ja dann oft auch gar nicht beurteilen, ist es jetzt so oder ist es nicht so, wie wird das erlebt? Oder eben auch zu sagen über sich selber dann, wenn man die ganze Nacht unterwegs gewesen ist: Liebling, natürlich war ich gestern die ganze Nacht zu Hause. Du hast es ja überhaupt nicht mitgekriegt, so irgendwie, was ist mit dir los? So, das heißt, eigentlich was zu sagen, dass man selber was gemacht hätte, was gar nicht passiert ist, und der anderen Person was zu unterstellen,
was getan zu haben, was die aber selber gar offensichtlich gar nicht gemacht hat. Immer vor dem Hintergrund Kontrolle auszuüben und Macht auszuüben. Ach, du übertreibst mal wieder, sei nicht immer so dramatisch. Das ist so das Drama, da haben wir wieder diese Gefühlsduseligkeitszuschreibung, die wir am Anfang schon mal hatten. Jetzt stell dich mal nicht so an wegen nichts, wenn jetzt eben die ausübende Person was gemacht hat, was jetzt irgendwie für die andere Person nicht okay war, dann wird er signalisiert, so doch, natürlich ist es okay, weil so deine Wahrnehmung ist einfach falsch. Darüber haben wir doch noch nie gesprochen, was ist nur mit dir los, hast du Probleme? Kann man auch in beide Richtungen ummünzen, weil eben man könnte es mit einem, nachdem noch nie gesprochen, mit einem Ausrufezeichen oder auch mit einem Fragezeichen besetzen, in dem Sinne von der anderen Person zu sagen, so hä, was sagst du jetzt, da haben wir noch nie drüber geredet, oder eben zu sagen, so, naja, doch, da haben wir doch schon mal drüber geredet, so, du weißt es gar nicht mehr. Das wäre so eine eigentlich charakteristische Aussage, wo man vielleicht irgendwie so feststellt, so hoppla, ich glaube, sowas habe ich vielleicht auch schon mal in einer Beziehung gesagt oder so. Und das soll so ein bisschen die Subtilität von Gaslighting einfach nochmal verdeutlichen und zu sagen, genau, das ist nicht immer diese große Manipulation, die wäre jetzt zum Beispiel, wenn irgendwie bewusst Sachen versteckt werden von der anderen Person. Und die andere Person weiß natürlich nicht, wo das ist. Und dann wird dir dann irgendwie so signalisiert, so, du verlegst irgendwie Sachen und weißt das nicht mehr, mit dir stimmt irgendwas nicht. Wenn wir das jetzt mal so mit den Aussagen ein bisschen zusammenfassen, es wird dem Gegenüber der betroffenen Person signalisiert, sie wird irgendwo ein Problem sehen, ein Problem machen, wo eigentlich gar keins ist. Ich habe gesagt, die Person verhält sich unangemessen. Das wäre jetzt das Beispiel, mit dem, du flirtest ständig mit dem Nachbarn. Das geht einfach nicht, so, du betrügst mich in dem Sinne. Oder unangemessenes Aussehen zum Beispiel, da wäre mir was, was viele Frauen auch immer wieder kennen, das sogenannte Slut-Shaming. Der eben zu sagen, so, du ziehst dich so an und versuchst irgendwie ständig irgendwie andere Leute irgendwie abseits von der Partnerschaft irgendwie an einen heranzuziehen. So. Und zugleich wird aber eben auch Zuwendung und Fürsorge werden suggeriert. Eben mit zu sagen, so Schatz, das hast du dir nur eingebildet. Wird aber alles wieder gut, weil ich bin ja für dich da. Das ist so ein, wie so ein Spinnennetz, was eigentlich gezogen wird und wo zum Teil auch andere Personen, die nicht in der Beziehung involviert sind, mit einbezogen werden. Und die dann irgendwie auch zu denen zu signalisieren, so, kannst du mal gucken, mit der Person stimmt irgendwas nicht. Ist schwierig, das heißt, häufig kommt es auch zu einer Isolation aus dem Freundeskreis zum Beispiel eben auch, wo die Person bewusst so abgesondert wird, dass nur noch so diese partnerschaftliche Person da sein soll, um diese Macht eben ausüben zu können. Das bildest du dir nur ein, das war ganz anders. Es wird behauptet irgendwie, dass die eigene Aussage von der anderen Person irgendwie im Munde umgedreht wird und dass eigentlich die ausübende Person eigentlich die ist, die immer im Recht ist. Das heißt, die hat am Ende eigentlich immer so das bessere Argument. Wichtig zu sagen oder wichtiger Hinweis ist eben auch das, was ich vor mit der Erklärungsnötigung mit der Theaterperformance gemeint habe. Beim Gaslighting gibt es auch große Zusammenhänge, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Weil Gaslighting kann eben auch dazu dienen, sexuellen Missbrauch zu verschleiern. Eben wie hier dieser Satz, der da steht, ein kleiner Klaps auf den Po, ist ja wohl noch erlaubt, ist ja ein tolles Kompliment, irgendwie sowas. Und wo man tatsächlich erstmal sagen würde, so, naja, das ist halt jetzt nichts, was irgendwie konsensuell passiert oder sowas. Und damit soll eben sexueller Missbrauch verschleiert werden, gibt es eben auch noch im Kontext, eben wenn es darum geht, irgendwie zwei Personen haben Sex miteinander, es wird nicht kommuniziert, so wie man sie irgendwie auch gerade in Pornos lernt oder sowas. Ne? Da sind immer alle allzeit bereit und immer geil und alle wollen immer Sex haben. Und es wird überhaupt nicht kommuniziert, so, zumindest nicht verbal. Und da hat man hier eben den Fall, dass eben genau die eine Person vielleicht die passive Person, sagen wir mal, ein Problem anspricht, so, die hatten Sex miteinander, fand was nicht gut und die andere Person stellt es dann in Abrede und sagt dann eben so letzten Endes, wie hier, du kannst einfach nicht richtig beurteilen, ob das, was ich mit dir mache, gut oder schlecht ist, deswegen sag's ich dir jetzt einfach so genau, ich weiß, was am besten für dich ist, das passt schon alles so, das heißt eben die patriarchale Sichtweise und Interpretation von Situationen wird der anderen Person so auferlegt. Genau, und damit haben wir eigentlich auch eine Basis für eine Aufrechterhaltung von patriarchalen Strukturen, von einer auf Sexismus basierenden Gesellschaftsordnung. Mir war hier nochmal der Hinweis wichtig, eben das Vorgehen wissen, weiß irgendjemand nicht, was Pickup-Artists sind? Mal kurz die Hand heben. Ah, okay, ja, Christoph, du hast ungefähr eine Idee. Genau, es ist ja irgendwie so eine Schule von männlicher Verführungskunst, so wird es immer dargestellt, irgendwie so, wo es darum geht, irgendwie Personen, die heiß gefunden werden, abzuschleppen
Und die Idee ist, dass man eigentlich jede Person des Begehrens eigentlich rumkriegen könnte. Und Pickup Artists folgen genau diesem System eben. Die, zum Beispiel, da werden Leute auf der Straße angesprochen, denen werden Komplimente gemacht und zugleich werden die aber auch erniedrigt und denen signalisiert, dass die froh sein können, dass sie jetzt angequatscht worden sind, mit dem Ziel, die andere Person letzten Endes ins Bett zu kriegen. So, das ist so die Idee von Pickup Artists. Ist mir vorher tatsächlich noch nie so aufgefallen, bis auf jetzt bei der Recherche, weil tatsächlich basiert diese Idee von Pickup Artists komplett auf der Idee von Gaslighting, eben genau eine Abhängigkeit herzustellen. Und das in dem Falle sogar ziemlich schnell und ziemlich flott irgendwie, um die betroffene Person so rumzukriegen. Die Gaslighting, was ich vorher schon mal ja auch kurz angeschnitten habe, verläuft ja in der Regel über lange Jahre, über viele Monate in Beziehungen und hat in der Regel zur Folge eben auch, dass die Betroffenen schwere psychische Folgen erleiden. Eben nicht selten sehr komplexe, schwergradige psychische Erkrankungen, die chronisch, also fortlaufend bestehen sein können, die floride, hochakut auftreten können oder progredient im Sinne von ständig fortschreitend. Das können Depressionen sein, das können posttraumatische Belastungsstörungen sein, Angst-Panikstörungen, wahnhafte Zustände oder eben auch dissoziative Störungen, wo einfach auch Erleben und Verhalten nicht mehr im Einklang miteinander stehen und bis hin zu Veränderungen von der gesamten Persönlichkeit führen können, zum Beispiel zu einer selbst unsicher vermeidenden Persönlichkeit letzten Endes. Oder auch psychosomatische Erkrankungen können in der Folge dadurch entstehen, dass Personen gegaslightet worden sind. Verzeihung. Und die meisten Betroffenen tatsächlich bemerken erst mit einem gewissen Abstand, zeitlichem Abstand, dass mit ihnen was gemacht worden ist. Dass tatsächlich das Folgen für sie hat und dass die Behandlung, die sie in der Beziehung erfahren haben, einfach für sie schädlich, man könnte sagen, eben auch toxisch gewesen ist. Toxisch war jetzt nämlich das Stichwort für den Übergang zu einem Exkurs toxische Männlichkeit, Toxic Masculinity. Sehen wir dieses wunderbare Bild. Ich muss mal gucken, dass ich nicht auf den Laptop gucke, sondern auch mal dahin schaue. So ein Inbegriff eben auch so, genau, ein Haufen Typen ziehen ihre Shirts aus, sind laut, sind ordinär, trinken am besten noch einen Haufen Alkohol mit dazu und folgen einem Rollenbild, das eigentlich auf Aggressivität als Ausdruck von Männlichkeit basiert und das auch letzten Endes die Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und Unterordnung von Frauen steht hier, so wurde es in der Literatur beschrieben, aber eben auch von allen Personen, denen so im weiteren Sinne eine Idee von Männlichkeit abgesprochen wird, so, ja, denen eher was Weibliches zugeschrieben wird, immer auf der Idee natürlich von einem binären Geschlechtersystem. Also hier genau haben wir nochmal die Unterordnung. Alle Personen, denen die Privilegien von einer hegemonialen Männlichkeit nicht zugestanden werden, werden hier quasi in der Hierarchie untergeordnet und denen wird suggeriert, signalisiert, dass sie eigentlich nichts oder wenig zu sagen haben, eben nicht die Diskurshoheit besitzen, um ja genau tatsächlich auch eine Meinung zu vertreten, die auch Geltung hat. Was toxische Männlichkeit auch ganz streng besagt, ist eben auch immer, dass männliches Verhalten häufig einmal fremdgefährdend ist. Das wäre zum Beispiel eben auch im Sinne von sexualisierter Gewalt, aber eben auch selbstgefährdend ist. Das sehen wir zum Beispiel an erhöhten Suizidraten bei männlich gelesenen Personen, bei Männern eben auch begründet auf einer Kultur von Gewalt, von Dominanzverhalten, Aggressivität, Misogynie im Sinne von Hass und Verachtung von allem, was weiblich zugeordnet wird, weiblich beschrieben wird, von schwulen Männern eben auch ganz oft und eben Homophobie, was dem Ganzen dieser Kultur Ausdruck verleiht. Ich finde den Begriff der Homophobie immer so schwierig, weil er sagt, naja, in der Regel geht es ja eher um Hass auf schwule Männer. Ich sehe damit da drinnen bei Homophobie auch immer so den Aspekt, so die Angst da drin, dass Männer Angst haben davor irgendwie, dass sie für schwul gehalten werden zum Beispiel eben auch. Dass das irgendwie so eine Befürchtung ist, dass ihnen was abgesprochen wird und dass dann irgendwie letzten Endes sie nichts mehr zu sagen haben im weiteren Sinne. Und tatsächlich aber eben, wie gesagt, den Begriff Homophobie finde ich meistens nicht zutreffend im Kontext. Toxische Männlichkeit heißt ganz streng genommen, dass man Gefühle unterdrücken muss. Gefühle sind nicht zulässig für einen Mann, darf man nicht zeigen. Gaslighting wiederum ermöglicht ein Vermeidungsverhalten, um eben genau nicht die eigenen Gefühle zum Ausdruck bringen zu müssen, sondern eben seine Diskurshoheit ausnutzen zu können und damit die Dominanz aufrechterhalten zu können, so um weiter als Mann gesehen zu werden.
Und wir haben natürlich zugleich eine Komplexitätsreduktion, die Probleme insbesondere in Beziehungen eben deckeln kann. Die Dominanz, hier schön im Bild, wird aufrechterhalten. Wie ich vorher gesagt habe, eine gesellschaftliche Position, die letzten Endes gefestigt wird und insbesondere eben auch die Führungsrolle in der Beziehung festigen soll. Wir haben bei toxischer Männlichkeit auch insbesondere gesellschaftlich etablierte Beurteilungsmuster, die vermeintlich eine wahre Männlichkeit, eine Idee von wahrer Männlichkeit zum Ausdruck bringen. Wie vorher schon gesagt, wenn es um Gefühle zeigen geht, Männer sollen keine Schwäche zeigen, sondern müssen hart sein und die kommen nichts ran. Gefühle sollen weitestgehend versteckt oder unterdrückt werden. Außer natürlich, es handelt sich um Aggression oder Wut. Das ist das, was Männern zugestanden wird. Das dürfen wir ausdrücken, das müssen wir unter Umständen sogar ausdrücken. So, wir haben das tolle Bild von einem wunderbaren Sylvester Stallone-Film, Over the Top. Geht zum Armdrücken, dicke Muskeln. Das ist so ein klassisches Männlichkeitsbild, was eben vertreten wird. Muss auch nicht zwingend was Schlechtes dran sein, also nicht an dicken Muskeln, aber eben an dem, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, nämlich Wut oder Aggression als einzig männlich zulässige Gefühle. Und Konflikte, so die werden eigentlich nur durch Gewalt, durch eine Ellbogenmentalität gelöst. Ein richtiger Mann artikuliert keine Ängste oder auch keine Sorgen, braucht auch keine Hilfe, der kann alles selber machen. Also ist keine Hilfe nötig, packt Probleme an und macht es einfach, muss es auch mit niemandem ausmachen, zieht es alleine durch. So hier mit ein bisschen versinnbildlicht, auch mit dem Bild von dem Löwen, der da mit dran ist. Das vor auch schon, gerade wenn es so um die Idee geht, eben für nicht männlich gehalten zu werden, Verhaltensformen, die als verweichlicht oder in Anführungsstrichen weiblich gelten, das heißt jetzt weinen, im Sinne von Boys Don't Cry, Schüchternheit, Angst, liebevolle oder zärtliche Gesten, gerade auch eben unter Männern, untereinander, würden sich nicht gehören für einen richtigen Mann. Und Männer sind im Umgang mit oder sollen im Umgang mit anderen grundsätzlich auf Wettbewerb ausgerichtet sein und eben auf Dominanz, niemals aber auf Kooperation. Und natürlich genau wichtiger Punkt, ein echter Mann will immer Sex und ist auch immer bereit dazu. Wieder ein tolles Filmbild hier mit Sean Connery, ich glaube aus dem Film Barbarella. So, der Revolver steht noch auf Halbmast. Die sagen auch, Männer und Frauen, das ist noch so eine Idee, wären grundsätzlich auch nicht in der Lage. Da sehen wir wieder dieses heteronormative Bild, was auch zugrunde liegt, eben wären nicht in der Lage, miteinander befreundet zu sein. Sondern wenn, dann wird es immer gleich um Sex und romantische Liebesbeziehung gehen. Und Männer, deren Körper nicht dem maskulinen Idealbild entspricht, da wären wir jetzt wieder bei Sylvester Stallone und den Muskeln, breitschultrig, muskulös, hochgewachsen, schmerzresistent, werden nicht ernst genommen oder gar verlacht. So, ja, wie man hier so ein bisschen mit dem Neandertaler, Name unbekannt, schon lange tot, so versinnbildlicht, so eine, wie ich es ausdrücken würde, so eine Höhlenmenschen-Mentalität, die da zum Ausdruck gebracht wird. Toxische Männlichkeit hat natürlich auch noch weitreichende Folgen für alle Geschlechter am Ende. Für Männer selber eben auch ein risikoreicheres und gewaltbereiteres Verhalten. Das heißt, es betrifft den Straßenverkehr, betrifft den Konsum von Substanzen, von Alkohol. Alkohol ist ja fast schon unter Männern wie so ein Initiationsritus, wo es darum geht, irgendwie eine gesellschaftliche Position eingeführt zu werden. Wer viel saufen kann, das ist dann ein richtiger Kerl. Das ist auch so eine zugrunde liegende Idee bei toxischer Männlichkeit. Wir haben in der Folge eben auch vermehrt aber auch das Thema Einsamkeit bei Männern. Soziale Isolation, Depression und eben dadurch, dass die Depression in der Regel ja nicht zum Ausdruck gebracht werden darf, möchte ich fast sagen, weil man darf ja keine Gefühle zeigen, gibt es eben auch bei Männern immer noch eine höhere Suizidrate. Anbei bemerkt auch insgesamt ja im Schnitt um 4 Jahre kürzere Lebensdauer als jetzt bei Frauen zum Beispiel. Weil eben auch Arztbesuche oder dergleichen rausgeschoben werden, nicht angetreten werden. Oder eben auch, wenn es um Depression geht, eben sich einfach auch nicht in Therapie begeben wird. Spannend finde ich, weil ich ja sehr lange im Suchthilfesystem als Sozialpädagoge gearbeitet habe, ist eben auch ein tendenziell höheres Risiko für Arbeitssucht bis hin zum Burnout. Insbesondere aber für Alkoholabhängigkeit. Alkohol ist dann oft wie so eine Bewältigungsstrategie oder andere Substanzen. Drogenmissbrauch. Und hier haben wir wieder nochmal so einen Rückschluss, auch nochmal auf, wenn es um Gaslighting geht, nämlich in Beziehungen zum Beispiel, dass eigenes Konsumverhalten runtergespielt wird. Eben gerade in Beziehungen,
dass man sagt so, ach nee, ich trinke ja gar nicht so viel und das ist ja vollkommen normal, oder dass sogar behauptet wird, ich habe ja gar nichts konsumiert. Nee, das bildest du dir ein, ich trinke ja gar nicht mehr, ich habe ja aufgehört damit. Wäre so ein Klassiker, wo man eben auch den Substanzgebrauch beim Gaslighting mit einbeziehen kann. Es gibt in England einen ganz tollen Autor, J.J. Bowler, hat auch als Sozialarbeiter gearbeitet, tolles Buch geschrieben, das heißt Sei kein Mann. Der beschreibt Schulen schon als Kultur von toxischer Männlichkeit, weil hier auch ganz viel, da gibt es immer so einen schweren Fokus auf Sportunterricht zum Beispiel. Das ist was, wo Männer gut Anerkennung kriegen können. Das eigentlich auch mit zu signalisieren soll, dass männliche Aggression, naja, entweder wird sie gespielt oder sie ist vielleicht auch authentisch, eine ganz wichtige soziale Funktion hat, um gerade Männerfreundschaften so aufrechtzuerhalten und eine soziale Hierarchie zugleich auch herstellen soll. Damit erleben wir eine Normalisierung von toxischer Männlichkeit, die nochmal auch explizit reproduziert wird in den Medien eben auch. Über Bilder, die wir in Medien sehen, über Filme, die gesehen werden. Man kann anfangen bei Filmen wie Fight Club oder dergleichen, wo es ganz viel eben um diese männliche Aggression geht, die eben dazu da ist, um die männliche Diskurshoheit zugleich aber auch wiederherzustellen und ständig zu reproduzieren. Und wichtig ist mir auch noch die Verknüpfung mit neoliberalen Vorstellungen, weil ich hatte vorher gesagt, dass Männer ja ganz viel im Wettbewerb immer sein müssen. Und Konkurrenzdruck ist immer ständig da, bei Wahl auch von Partner, Partnerin und dergleichen. Und der besagte Neoliberalismus, können wir sagen, so die Entwicklung kann man beobachten vermehrt seit den 1970er Jahren, vor allem unter Einfluss von Koryphäen, Milliardären wie Charles Koch, die sogenannte Think Tanks mitfinanziert haben, die genau eigentlich darauf ausgerichtet sind, dass sich die Gesellschaft hin entwickelt zu einer Individualisierung, zu mehr Wettbewerb, zu mehr Ellbogenmentalität in der Gesellschaft insgesamt. Und das lässt sich eng verknüpfen eben mit dieser Vorstellung von einer toxischen Männlichkeit. Der Neoliberalismus war insbesondere eben ausgerichtet darauf, dass soziale Sicherungssysteme abgebaut werden, dass Gewerkschaften bekämpft werden, insgesamt, dass Solidarität in der Gesellschaft untergraben wird. Da wären wir eben wieder bei der Vorstellung von Individualisierung und Selbstunternehmertum als Ideal einer Gesellschaft, was eigentlich letzten Endes sagt, jede ist seines ihres eigenen Glückes Schmied und eigentlich für ihr Schicksal selber verantwortlich. Andrew Mannow, Professor für Gender Studies, beschreibt es als sogenanntes Poker-Mindset und stellt eben diese Verknüpfung her zwischen Neoliberalismus und dem Bild von einer traditionellen, hegemonialen, das heißt vorherrschenden und toxischen Männlichkeit, die sich gegenseitig aufrechterhalten würden. Das heißt, es geht auch wieder ein Stück weit in die Richtung von der Kapitalismuskritik. Da haben wir es nochmal eben gerade den Begriff von Männer müssen unabhängig sein, hart sein, immer auf Wettbewerb aus und haben eine auf Aggression basierende Denkweise, die zugrunde liegt. Da haben wir auch nochmal das Thema mit dem Alkohol eben auch. Also Komasaufen war ja unter Jugendlichen auch mal ein ganz großes Ding. Und streng genommen geht es um die Beschreibung von problematischen Einstellungen, Denk- und Verhaltensweisen, die an eine ganz traditionell gedachte Männerrolle gekoppelt und verknüpft sind, die eigentlich immer so ständig patriarchale Strukturen reproduzieren und insbesondere schon eben gerade auch an junge Männer und Jugendliche eigentlich schon ab dem Kindesalter herangetragen wird und eben darauf ausgerichtet sind. Um Mann zu sein, darfst du keine Gefühle zeigen, musst du hart sein, um bestehen zu können, um in der Gesellschaft tatsächlich auch den relevanten Posten einnehmen zu können. Und damit haben wir eben auch ganz klar, wie ich es vorher meinte, eben Rahmenbedingungen für Gaslighting. Durch diese Dominanzkultur wird ja eigentlich auch signalisiert, dass es okay ist. Gaslighting ist damit auch okay, weil es gibt ja ein legitimes Recht dafür, den anderen, der betroffenen Person zu sagen, meine Sichtweise ist die einzige, die zählt. Wir halten dabei im Hinterkopf eben auch bitte immer, dass ja auch diese sogenannte untergeordnete Männlichkeit gibt, die eben auch gerade so, ich finde es immer noch einen blöden Begriff, ist aber da wissenschaftlich so verwendet mit dieser Unterordnung, die auch gerade eben auf alle Männer, die nicht so dieser Heteronorm entsprechen, eben auch gerade schwule Männer, auf die ausgerichtet ist und letzten Endes ja auch deren Meinung oder halt die Sichtweisen auch so in Abrede stellt. Und damit wird ja eben letzten Endes Gaslighting erst möglich gemacht. Männer profitieren immer von diesen patriarchalen Verhältnissen. Geschlechterforscher Michael Flood,
sagt zum Beispiel eben auch, Männlichkeit mag für Männer toxisch sein, der Nutzen aber, den sie daraus ziehen, ist immer noch größer als irgendwie als das, was dabei irgendwie abhanden kommt. So. Deswegen ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum so wenig irgendwie auch dagegen gemacht wird, so wenig thematisiert wird. Und was letzten Endes ja auch für mich immer so zu der Frage führt, so naja, was ist denn eigentlich? Gibt es Bilder von Männlichkeit irgendwie, die gesund sein können und die erstrebenswert sein können? Vor diesem Hintergrund, weil ich denke, so gerade wie wir sitzen, wir haben ja natürlich alle unsere Sozialisationserfahrungen. Und bei vielen von uns waren das wahrscheinlich eben auch nicht die besten Sozialisationserfahrungen, weil es eben auch sau schwierig ist, wenn ich vermittelt kriege, ich darf keine Gefühle zum Ausdruck bringen. Dann würde ich sagen, einfach mal fühlt sich das jetzt auch nicht besonders gut an. Aber das ist so eine Frage, die wir hier natürlich auch nicht beantworten können. Ist auch ein spannendes Thema, aber da könnte man ganze queer-feministische Männergruppen insbesondere irgendwie, die sich damit ja auch auseinandersetzen und wo sich immer die Frage stellt, so naja, was machen wir denn so mit diesem Thema Männlichkeit eigentlich auch letzten Endes? Jetzt haben wir aber diesen Exkurs gemacht so, und ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden, warum eben auch gerade so Toxic Masculinity oder warum ich sage, das ist so zugrunde liegend für das Phänomen von Gaslighting eben auch. Letzten Endes immer so diese Deutungshoheit, diese Diskurshoheit, die ja auch schon per Sozialisation vermittelt wird und dies ja auch letzten Endes sich verbittet, dass Männer Gefühle zum Ausdruck bringen können und letzten Endes ja eben so signalisieren sollen, naja gut, wir haben die Deutungshoheit, also können wir eigentlich allen anderen so unsere Wahrnehmung aufdrücken im weiteren Sinne. Jetzt interessiert uns aber natürlich auch noch die Frage, so, jetzt haben wir so diesen ganzen Schmus mit Gaslighting und dergleichen, so was kann man denn eigentlich machen, weil es gibt ja auch viele eben auch Männer, die betroffen sind von Gaslighting natürlich auch. Auch alle anderen Geschlechter natürlich. Da gibt es so ein paar zentrale Sachen, die hilfreich sein können erstmal. Das Vereinbaren, das ist natürlich extrem schwierig zu sagen, so meiner eigenen Wahrnehmung vertrauen, wäre es zum Beispiel zu empfehlen, so ich kann ein Tagebuch führen und kann gucken, dass ich eigentlich so mein eigenes Erleben, sowas habe ich jetzt an dem Tag oder in der Woche erlebt, so zu Papier bringen, damit ich das einfach nochmal habe und gucken kann, so da hatte ich doch aber notiert, das war doch so und so. Oder eben auch gerade so im Kreis von Freunden, Freundinnen, vertrauenswürdige Personen, mit denen wir dann auch tatsächlich, die nicht in dieser Beziehung mit drinstecken, genau das thematisieren kann. So irgendwie entstehen da bei mir Zweifel, was ist denn da los, was passiert da? Vertrauensvolle Personen, die eben nicht der Partner oder die Partnerin sind, konsultieren sozusagen. Weil Außenstehende können in der Regel ja, die haben ja nochmal einen anderen Blick irgendwie auf die ganze Beziehung und können dann nochmal sagen so, oh, naja, ich habe das schon erlebt. Das war jetzt irgendwie doch nicht so, wie es jetzt irgendwie der Partner sagt. Kann hier unter Umständen hilfreich sein. Wichtig ist es auf alle Fälle zu gucken, dass man im Gespräch eben auch klare Grenzen setzen kann eben. Dass man signalisiert, naja, ich weiß, was ich gesehen, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe. Ist ja eh auch immer eine subjektive Sache und du kannst mich jetzt auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Oder eben auch meine Wahrnehmung steht jetzt hier nicht zur Diskussion. Wir können natürlich gucken, dass wir die eigene Wahrnehmung auch als solche kenntlich machen können. Oder eben dann auch darauf hinzuweisen, dass es anscheinend unterschiedliche Erinnerungen gibt, unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, auf die sich individuell bezogen wird. Oder ganz klar zu sagen, naja, ich sehe das jetzt definitiv anders. Da steht auch das Ich am Anfang und sagt, kennzeichnet wieder die eigene Wahrnehmung. Als betroffene Person kann man natürlich auch die gaslightende Person darauf ansprechen und zu so gucken, das ist natürlich auch nochmal extrem schwierig, so wie ist es denn so, vielleicht wäre das doch mal was, irgendwie Therapie zu machen. Könnte auch die Idee von der Paartherapie sein letzten Endes auch, wenn man sagt so, das könnte nochmal ein Türöffner sein und man hat da in Anführungsstrichen den Nerv dazu, dann kann man natürlich auch gucken, ob man damit nochmal wohin kommt. Wichtig ist aber dabei, einschätzen zu können, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt dadurch, dass man das anspricht. Zum Bild, was wir hier noch sehen, eben kennzeichnet hier nochmal so eine unterschiedliche Wahrnehmung, verschiedene Perspektiven und Sichtweisen, die eingenommen werden. Und die betroffene Person hat natürlich letzten Endes nie die Verantwortung zu übernehmen für das Verhalten der ausübenden Person. Das ist ganz ähnlich, wie wenn es um Konsum von Suchtmitteln, von Substanzen geht. Das ist auch eher die Frage so, naja, ab wann geht man denn an den Punkt, sich dann abzugrenzen? Und unter Umständen eben auch einen eigenen Weg zu beschreiten. Ich habe dann zum Abschluss nochmal einen Fokus auf kein Gaslighter werden, weil ich das eben auch wichtig finde.
gerade dadurch, so, da sitzen so viele von uns als männlich sozialisierte Personen. Da ist zum Beispiel ein Punkt, es gibt hier in der Psychologie diese Idee davon, Ich-Botschaften zu senden. Das heißt, ich kennzeichne meine Wahrnehmung, meine Aussagen, dass das jetzt eben meine subjektive Empfindung ist, dadurch, dass ich das sage, so eben, okay, ich erlebe das jetzt so und so. Und das so nochmal zum Ausdruck bringen. Oder eben auch gerade so, dass im Gespräch häufiger mal nachzufragen, Fragen konkret zu formulieren, was auch ganz oft nicht so einfach ist. Aber hier eben auch zu gucken, genau die Bedürfnisse von beiden Seiten zu eruieren. Eigene eben und auch die von anderen. Wertschätzung auch richtig zum Ausdruck bringen zu können und eben auch in einer Weise kenntlich zu machen, die nicht mit einem Aber, das ist ganz toll an dir, aber zugleich ist das und das stimmt nicht mit dir, sondern wirklich mal nur explizit die Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und eben auch die eigenen Grenzen muss man natürlich auch kennen, in Erfahrung zu bringen, die aber auch von der anderen Person und die auch respektieren zu können. Fachliche Hilfe einholen, ist natürlich, braucht unter Umständen auch wieder ganz viel Empowerment, zu gucken, kann ich mich dann vielleicht irgendwie in Therapie begeben, um zu schauen, so, oh, ich bin da irgendwie auf einem ganz schwierigen Weg gerade, würde vielleicht Sinn machen, dass ich da mal Psychotherapie in Anspruch nehme, zum Beispiel. Und zugleich eben auch vorangestellt in der Regel die eigenen Bewältigungsstrategien, sagen wir, von Beziehungsproblemen auch hinterfragen zu können. Wichtiger Punkt, Gefühle formulieren und eben auch die eigene Unfähigkeit oder akut vorliegendes Unvermögen über Probleme sprechen zu können, zum Ausdruck bringen. Ich kann mich dann noch erinnern, das fand ich ja ganz toll, bei einem Verlust von einer lieben Person, die verstorben ist und wo ich mit einem Freund darüber geredet hatte und der mir dann aber klar gesagt hat, so, boah, das ist jetzt für mich tatsächlich gerade was, das hatte ich noch nie, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das finde ich dann auch okay, weil dann weiß ich auf alle Fälle und dann erwarte ich jetzt nicht irgendwie, da kommt jetzt irgendwie groß was, sondern genau eben auch mal so ein Unvermögen zum Ausdruck bringen zu können. Und wie ich es vorhin schon so meinte, gerade so als männlich sozialisierte Person, sehe ich eben auch die Notwendigkeit aufgrund von patriarchalen Machtstrukturen, dass wir gerade als Männer da eben auch was machen, um zu gucken, dass wir selber auch nicht in die Position kommen, so, wir sind die Ausübenden, wir sind die gasleitenden Personen. Wir brauchen letzten Endes die Offenlegung, weil eben das Phänomen Gaslighting ist sehr subtil, es ist eben nicht immer die große Manipulation, die dahinter steht, sondern das passiert ziemlich schnell, dass Aussagen gemacht werden, gerade auch in romantischen Liebesbeziehungen, die ja letzten Endes auf einen, ich nenne es mal, auf einen toxischen Weg führen können. Um auf J.J. Bowler, den Autoren, den ich vorher mal angeführt habe, nochmal zurückzugreifen, was ich gut und wichtig fände, wäre jetzt einen Fokus zu legen auf zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation und das bereits in der Schule. So, ja, das, da muss man natürlich ein bisschen wegkommen von dieser ganzen Idee von Notengebung und dergleichen, sondern wirklich auch zu gucken, wie gehen wir denn eigentlich miteinander um? Klar wird immer so suggeriert, das wird ja eh gemacht. Ich bin der Meinung, wenn, dann wird es noch immer viel zu wenig gemacht, so, gerade wenn es um Schulunterricht geht. So, und wir haben zum Ende, die Farbe hat sich leider immer noch nicht geändert, man kann es schlecht lesen. Wir haben noch ein paar Websites hier angeführt, eben, wo es Infos gibt oder gerade auch Infos gibt, wo man sich Hilfe holen kann, wenn es um Gaslighting geht, wenn man das Gefühl hat, so, ich bin da irgendwie betroffen von, eben gerade hier bei Sub-Online eben auch mit Strong dann noch, als Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt und dann auch noch welche, die explizit für Frauen sind. Da gibt es aber auch noch Stellen, die explizit auf Männer ausgerichtet sind. Die kann man natürlich auch immer kontaktieren und gerade telefonisch ist es natürlich relativ niederschwellig, was wir hier haben. Und dann kommt schon auch das Literaturverzeichnis und jetzt bedanke ich mich erstmal herzlich und hoffe, Gaslighting ist erstmal ein bisschen klarer geworden, sonst haben wir ja gleich noch, Christopher reibt sich schon die Hände, noch Raum für Fragen auf alle Fälle. Vielen Dank erstmal. Ja, klar. Es geht noch weiter. Morgen übrigens. Oh, das ist schlecht. Das kann man aber auch relativ gut die Präsentation in dem Stream sehen, der ab morgen in dem YouTube-Kanal vom Sub abzurufen ist oder bei Facebook ist auch. Und die Frage ist, aber das muss ich mit dem Referenten erst klären, ich mache nicht, das sehe ich euch jetzt zu, ob Interessenten, die mir das schreiben,
eine Kopie von deinem Vortrag geschickt bekommen könnte. Ja. Das heißt, wenn jemand den Vortrag haben will, mir eine Mail schreibt und ich schicke das dann zu. Und dann hast du Literatur verkauft. Ja, also. Dann so. Jetzt muss man in die Mitte. Ah, ja, genau. Ja. Ich hoffe, jetzt haben sich bei euch, obwohl viele Fragen beantwortet sind, noch ein paar Fragen gelassen. Wir haben noch Raum für Diskussion bis maximal 21 Uhr. Ich weiß nicht, ob bei euch schon irgendwas brennend entstanden ist. Noch brennt, glaube ich, nicht. Wesentlich ist. Also ich kenne überhaupt gar keine Gesellschaft, in der es gar keine Abteilung gibt. Mhm. Und es scheint mir, dass es zwangsläufig auf so eine Form der Aggressivität hinläuft. Die Frage, was läuft falsch bei den Menschen? Jetzt würde ich mir wünschen, ich hätte sofort so eine ganz schnelle Antwort, irgendwie, die ich dir so zuschießen könnte. Und sagen so, ah, das erkläre ich dir jetzt irgendwie so ganz genau. Ich würde sagen, was läuft falsch mit den Menschen? Ich würde sagen, wir würden jetzt erstmal ganz viele Sachen, weil ich meine, ich habe ja versucht, auch so eine Verbindung zu Neoliberalismus und Kapitalismus ja eben auch herzustellen. Das ist ja schon mal einer Kritikpunkt, der irgendwie eigentlich sagt, der so Finanzkapital so über die Menschen stellt, so ein Punkt. Und zugleich eben auch, da sehe ich eben diesen Zusammenhang, dass natürlich gerade, wenn es eben so um die Idee von hegemonialer Männlichkeit oder eben auch von toxischer Männlichkeit geht, diese enge Verknüpfung mit Wettbewerb anstatt, dass man gucken könnte, genau, wie können wir dann wirklich eine solidarische Gesellschaft erwirken? Und da ist die Frage, meine Erklärung wäre jetzt erstmal, naja, es gibt halt Privilegien, ne? Es gibt so männliche Privilegien, so die wir haben, und dann gibt es natürlich auch, wenn ich mehr Geld habe, habe ich natürlich auch mehr Privilegien. Oder ist ja an sich schon ein Privileg irgendwie, kann ich mir vieles leisten und macht vieles einfacher. Eben auch, also, ich finde es eine ausgezeichnete Frage. Ich könnte es jetzt nicht so mit einem Satz irgendwie so abrunden und sagen, weil, Und es wäre dann, ist natürlich auch subjektiv eingefärbt, dann auch wieder so aus meiner persönlichen Meinung, wie man jetzt schon merkt, ich fange jetzt erstmal an so mit Neoliberalismus und Kapitalismus, so, weil da sehe ich ganz viel, was ich daran kritisieren würde. So, also ich würde sagen, ja, es läuft auf alle Fälle viel schief. Wesentlich. Ja. Wenn wir das jetzt mal in der anderen Seite anschauen, gibt es denn da positive Nachrichten aus matriarchalischen Gesellschaften? Ich würde sagen, es gibt halt relativ wenig Beispiele dafür. Hast du gerade eins parat, wo du sagen würdest, so ja, genau, das wäre so ein Beispiel? Ich antizipiere sofort so und ich denke so, ah, du hast doch irgendwas im Hinterkopf. Oder? Oder hast du nicht? Nee? Bitte? Ja, also, ich habe mich schon gedacht, ich bin beschäftigt. Weil es wirkt so ein bisschen mit, so als wenn so, die sind auch nicht besser. Nehme ich jetzt so mit, so, oder meine ich so ein bisschen rauszuhören? Ich finde, es ist das Maßstab, dass es gelingt, dass Männergruppen, die sich kennenlernen und sich vertrauen, in einem Selbstmaßstab lösen, das ist ungefähr, ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Wenn man eine Männergruppe bis 30, klappt das ganz gut. Das kann man versucht darstellen. Wenn das Wenn die große Gruppe ist, wie in der Firma, dann geht es sofort los, wer hat welche Privilegien, wer will wohin, wie kann ich den Druck erzeugen, für den diese Ungleichheiten dann so richtig schön eingeführt werden. Und dann sind wir genau wieder in den Spielen. Die Hartordnung wieder losgeht. Ja, also Gaslighting ist ja ein Mittel, verwandt mit ähnlichen Effekten. Und da gibt es eine ganze Klaviatur, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Trotzdem tun ja Menschen das. Ja, aber das liebe ich mal da ein. Da war ja auch der Zusammenhang mit dem Neoliberalismus, der vielleicht ein bisschen schräg erstmal wirkt, ja doch ganz hilfreich. Weil es geht ja alles, glaube ich, relativ viel über sozusagen den Mechanismus der Macht, nämlich also sozusagen über jemand anderen sein zu wollen, mehr Einfluss als jemand anderer haben zu wollen. Und Gesellschaften, die sozusagen es
im Grunde genommen den ihren Mitgliedern beibringen, dass man danach streben soll, mächtiger als jemand anderer zu sein, weil du dann Vorteile hast. Diese Gesellschaften fördern das, das natürlich. Privileg, und es ist natürlich sozusagen das Credo dieser neoliberalen Denkweise. Und ich habe, auch wenn mir dieser Begriff Gaslighting erstmal nicht so vertraut war, ist mir dann doch aufgefallen, als ich dann einigermaßen begriffen habe, was es ist, dass ich das natürlich schon aus vielen Paarberatungen kenne. Und das waren dann aber interessanterweise dann einfach Paare, wo es sehr, sehr stark um Machtpositionen ging. Und interessanterweise, weil es da vielleicht am extremsten auch war, waren es oft so binationale Paare. Also wo ein ausländischer Partner nach Deutschland kam und wo dann so eine Dynamik entstand, dass der deutsche Partner in dem ganzen Prozess, wo geplant worden ist, dass der ausländische Partner sozusagen, also die Unterlagen hier nach Deutschland kommt und dann in Deutschland sozusagen dann an die Hand genommen wurde und die Kultur beigebracht wurde, hat der deutsche Partner sozusagen so eine Machtposition gehabt. Und ab dem Punkt, als dann der jeweils ausländische Partner oder nicht deutsche Partner dann an Souveränität gewonnen hat, war dann die Gefahr, dass er dann sozusagen diese Machtstrukturen abgeben musste. Und dann kam es dann in den Fällen, die ich halt dann hier als Klienten hatte, kam es dann wirklich genau zu diesen Manipulationsgeschichten, um einfach von dieser Macht nicht loslassen zu müssen. Das gibt es natürlich nicht nur in binationalen Paaren, sondern in allen Paaren, also wo ganz eindeutige hierarchische Beziehungen sind, sei es, weil große wirtschaftliche Unterschiede sind etc. Aber ich glaube, das Kriterium ist Macht. Ist Macht und das Gaslighting ein ganz eindeutiges Instrument ist, in einer Beziehung diese Macht aufrechtzuerhalten. Und das ist ja dann die Frage, deswegen habe ich fast lachen müssen, als dann dein Slide kam. Ja, man kann jetzt sozusagen dem Täter anraten, in eine Therapie zu gehen, weil das, glaube ich, genau das wäre, was wahnsinnig schwierig wäre. Dann zu vermitteln, dass das sozusagen ein psychisches Defizit vielleicht auch ist, weil die Person es wahrscheinlich ganz anders erlebt. Genau, aber das ist, und das finde ich ja immer so, deswegen war es mir auch so wichtig, diesen Punkt zu setzen mit dem Fokus auf kein Gaslighter zu werden. So, ne? Und deswegen bin ich auch so ein bisschen zurückhaltend mit so dem Begriffen von Täter-Opfer, weil eben gerade so Opfer eben mit dieser krassen Stigmatisierung und zugleich aber eben auch so diese Subtilität von dem Phänomen Gaslighting, was ja total schnell geht und eben auch, wie ich glaube, ganz viel eben mit männlicher Sozialisation zu tun hat. Das glaube ja nicht nur ich, sondern das ist ja auch teilweise in wissenschaftlichen Abhandlungen, wo das mit drin steckt. Und das kann natürlich ein guter Anknüpfungspunkt sein. Aber deswegen, ich muss immer so ein bisschen denken, so Christopher und ich haben ja bei der AIDS-Hilfe zusammengearbeitet, so Checkpoint-Testberatung. Und da finde ich immer, okay, für die eine Seite muss es ganz viel Empowerment sein, dass die sagen kann, so, nö, stopp. Und für die andere Seite muss es so eine Sensibilisierung sein, eben, okay, genau hinzugucken, so, was mache ich denn eigentlich, wie verhalte ich mich denn eigentlich? Und auch, was du gerade gesagt hast mit der Machtausübung, so genau, ich hoffe, wenn das irgendwie alle auch so mitgenommen haben, so darum geht es beim Gaslighting eben auch, so um diese Dominanz, dann hat es ja ganz gut funktioniert. Man kennt so einfallisch und auffallisch, also zu dem, was ich gesagt habe, was läuft so bei uns falsch in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn man sich überlegt oder mal ein Augenmerk drauf hält, vielleicht findet es ja schon in der Kindheit oder im Elternhaus statt. Weil wenn ich jetzt schaue, wir sind ja sehr patriarchal geprägt. Schauen wir uns an, dass unsere Generation, der Vater hat früher eine sehr dominante, vielleicht auch heute noch in der Familie, eine sehr dominante Rolle. Das Kind als Erziehungsmethode. Das Kind wird geschlagen, kriegt eine Ohrfeige vom Vater. Mama ist eher die Sanfte in der Familie. Und dann, wenn das Kind geschlagen worden ist und ein Gabstick hat, so, jetzt kommst du auf meinen Schoß, jetzt ist wieder alles gut. Also immer so dieses Zerstarte und dann wieder dieses Weiche. Also die Erziehungsmethode, und das zieht sich ja eigentlich durch, denn wir dann heranwachsen und irgendwie kann dann das ein Auslöser sein, dass ich das dann wieder kompensiere, entweder wenn ich selber eine Familie gründe, Vater werde oder auch in einer Partnerschaft beispielsweise. Und wenn man es jetzt auch weiter sagt, du hast ja vorher
ist okay, wenn ich du bist. Ja, 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 bitte. Aber ich glaube, jetzt gerade, also bei mir auch im Thema Trauerarbeit, wenn jetzt jemand, ein Mann weint, Gefühle zeigt, Emotionen, es ist ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und diese Trauer nicht zeigen darf, nicht zulassen darf, und jemand sagt, jetzt übertreibst du oder warum weinst du jetzt eigentlich, stell dich nicht so an. Das ist auch etwas, was früher in der vorherigen Generation nicht da war. Man durfte nicht trauen, man durfte keine Emotionen zeigen, keinen Schmerz zeigen. Und das muss ich ja irgendwo wieder, ja, muss ja irgendwo raustrecken. Das muss ja irgendwo ein Ventil sein, was, ja, wo man dann damit klarkommt. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Anknüpfungspunkt und eine Parallele, wo das herkommen kann, eine Verbindung. Denke ich, ja, auf alle Fälle eben, was einmal eben der Punkt mit klar Sozialisation und zum anderen ja ganz klassisch eben auch so Lernen am Modell. Ne? Das wird immer so vorgelebt. Da wird es halt auch so, man kennt es ja nicht anders, jetzt mal so blöd gesagt, so irgendwie. Und dann, klar, wenn ich nicht irgendwie eine andere Strategie habe oder eine andere Bewältigungsstrategie habe, so, dann muss mir die irgendwie irgendjemand erst aufzeigen, damit ich mir die nicht selber irgendwie erarbeiten muss. So eben, da bin ich absolut bei dir, klar. Wer war jetzt als nächstes? Ja, ich habe mehrere Sachen. Ich habe vielleicht eine ketzerische Frage. Gibt es denn Fälle, wo der Gaslighter vielleicht auch Recht hat? Also im Sinne von, wer hat denn eigentlich die Deutungshoheit über seine eigene Wahrnehmung? Also kann ich denn ausschließen, dass wenn jetzt mein Partner mir irgendwie was widerspiegelt und sagt, du dramatisierst ja irgendwas, dass ich vielleicht tatsächlich dramatisiere? Also, und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass man halt sagt, zum Beispiel meine Mama, ich kenne die Erfahrung, da kam das Beispiel aus der Kindheit, dass sie sagt, naja, du hast jetzt so eine Phase und ich habe in der Brigitte gelesen, Jugendliche interessieren sich gerne mal für das gleiche Geschlecht und das geht dann vielleicht auch wieder weg und die hat es gar nicht böse gemeint und die hat vielleicht auch gemeint, wir gehen mal zu einer Psychologin und reden darüber, aber jetzt zu sagen, na, die hat mich ja gaslightet oder das war irgendwie eine Form von Gewalt, also die würde es sicher sich sehr zu Herzen nehmen, hier das erzähle ich meinem Bruder über Gaslighting. Und du hast mich damit mit 15 da gaslightet. Und halt nochmal zurück, vielleicht gibt es ja auch, also kann ich mir immer sicher sein, dass ich mit dem, was ich fühle oder wie ich halt was sehe, auch recht habe oder kann. Wie kann man das abgrenzen? Hey, wie gesagt, das ist ja immer so, meine Wahrnehmung ist ja immer was Subjektives. Ne? Aber deswegen finde ich, das war jetzt auch der Punkt so mit zum Schluss, so mit, was können wir denn machen? So, naja, okay, dann schaue ich, aber oder dann macht es Sinn zu versuchen, meine eigene Wahrnehmung, mein eigenes Erleben auch kenntlich zu machen. Also das, weil, genau, zum Beispiel durch Ich-Botschaften. Die Art, so, kommuniziert wird dann halt. Genau, so als Beispiel eben wirklich und ganz klar kenntlich zu machen, das ist jetzt meine Wahrnehmung. So, ne? Und ich habe das jetzt irgendwie anders erlebt als du. So, und im günstigsten Fall passiert das schon, bevor irgendwie in Anführungsstrichen der Kahn in den Dreck gefahren ist. Also gerade wenn es jetzt irgendwie darum geht, um Sex zu haben und Konsens herzustellen, darum macht es natürlich Sinn, sich um der gleichen Form bewusst zu sein. Ich hatte jetzt noch irgendeinen Gedanken von dem, was du meintest, weil, klar, achso, du hebst den Finger. Nö. Also, genau, ich muss auch immer wieder auf das Thema Sozialisation zurückkommen. Und der Punkt ist ja auch, klar, einmal sagt die Fachliteratur, dass es Personen gibt, die ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie gaslighten, unterstellt denen zugleich irgendwie, die hätten zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, würde ich anders sehen, weil tatsächlich unter Umständen das sind Leute, die sind überzeugt davon, ich hatte das irgendwie mit so meinem Ex-Schwager, ja, wo ich irgendwie mal so eine Situation miterlebt habe, so wo die Frau dann irgendwie so ganz liebevoll sagt, so, ja, ich verstehe schon, dass du das so erlebst. Und er sagt dann so, ich sage nicht so, wie ich es erlebe, sondern ich sage so, wie es ist. So, genau, und das ist dann so, oh, okay, was braucht man da noch reden? Also, damit ist eigentlich jegliche Kommunikation letzten Endes unmöglich gemacht. Das Ding war, darf ich was zu Mama noch sagen? Ja. Also, Gaslighting ist natürlich kein schönes Wort für eine Mutter. Das sehe ich schon auch. Aber letztendlich ist die Motivation, die sie hatte, schon ein bisschen manipulierend gewesen. Weil es ist ihr Wunsch gewesen, dass das so sein würde. Und das war schon natürlich ein Appell an dich. Also ich hoffe mal sehr, dass das nur eine Phase ist. Also zumindest läuft es oft so ab. Also ich weiß nicht, das hat sich natürlich... Also, ich würde es eben gar nicht so sehen, weil wenn man das weiterverfolgt, wird es nachher nie. Das Problem mit dem Schwulsein war sofort weg, als ich einen Freund hatte. Das war nur so ein bisschen, der ist so unglücklich und so. Wo ich dann, und seitdem die letzten
Ich weiß auch gar nicht, dass sie das gemeint hat. Und wahrscheinlich hat sie das auch ganz im besten Sinne gemeint. Aber trotzdem, glaube ich, hat sie das sozusagen eine Botschaft gesendet, wo sie schon auch so einen Verhaltenswunsch dir mitgeben wollte. Ja. Ob man das Manipulation nennt, das ist ja gar nicht manipuliert. Also kann Mutter-Kind ist vielleicht immer irgendwie eine Manipulation. Also ja. Kann man nicht also ja. Schwierig, ja. Das manipulieren. Ja. Also wenn ich direkt an die Frage gestellt wurde, was mit den Menschen, da habe ich sofort gedacht, in der Kindheit, die Erziehung. Wie werden wir erzogen? Du meintest auch, wie es zu Hause wäre mit der Mutter. Aber da habe ich sofort, ich als Pädagoge, gedacht, wie meine Kolleginnen, sorry, du nicht Kolleginnen, finde ich noch trauriger, dass sie Frauen so gelernt haben, von der Gesellschaft dann gleich so zu reagieren, so machistisch zu reagieren. Und das war im Kindergarten, wenn ein Mädchen runterfällt und weint, sofort fliegen die Kollegen rüber. Aber wenn ein paar Bub mal runterfällt und weint, ach, jetzt stell doch nicht so, du bist doch ein Bub, du weinst doch nicht, wenn es geblutet hat, ach komm, du tust noch so. Okay, jetzt die gehen zum Tanzen und die Jungs, alle müssen mal jetzt tragen und die Turnhalle aufräumen. Und das wurde schon, da haben die Jungs schon gleich Panik gehabt, schon mit fünf Emotionen zu zeigen, zu weinen, da die Mädels haben auch gleich gemerkt, ah, wir dürfen das, aber die nicht. Und dann, wie witzig, wie sie mit mir auch gleich gearbeitet haben, wenn Kolleginnen Zeit hatten und ich viel zu tun hatte, aber eine Leiter getragen werden musste oder irgendwas getragen, Schweres getragen werden musste, dann musste ich gleich einspringen, ne? Wenn ich aber ein Kind auch getröstet habe und umarmt habe, oh, Vorsicht, wenn ich traurig wurde, weil ein Kind irgendwie gelitten hat, oh, da stimmt was mit mir nicht. Wenn ich zum Arzt gehen musste und so, wie die Frauen, wie traurig und pathologisch, dass schon die Frauen schon so gedacht haben, dass ich gar nicht weinen darf, dass ich gar nicht zum Arzt gehen darf und so. Und dann am Ende sie geschafft haben, mich rauszuschmeißen von der Einrichtung, weil für die ich nicht Mann genug war. Also wie traurig und vor allem an die Kinder, da denke ich an die Kinder, wie sie schon so erzogen werden, wie wir dann so erzogen werden. Ja, traurig. Ist das so? Wenn man zu den Kursen beginnt, werden sehr unbeholfen sind und Umgang mit Frauen, also wenn sie da diese Pickup-Artist-Methoden scheitern in der Anwendung, dass sie dann auch zu diesen Incels und gewalttätig werden. Da gab es ja mal einen Tatort. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe drüber gelesen, auf alle Fälle auch. Ja. Genau. Und was wenn diese Männer machen statt Pickup-Artist, wenn sie unbeholfen sind und unerfahren mit Frauen, statt Pickup-Artist-Kurse zu machen? Also was? Ich kann es jetzt gar nicht. Also ein gewinnendes Lächeln oder ein Charmeur, das kann es nicht wieder mit. Was soll man sich damit abfinden, dass man es erscheitert? Könnt ihr das nochmal erklären mit dem Pickup-Artist? Pickup heißt, wenn nichts anderes als Aufreiß. Ja, ja, klar. Das sind sozusagen Männer, die sozusagen den Aufriss als Kunstform sozusagen darlegen oder halt einfach sozusagen Tipps und Tricks geben, um also wie man schnellstmöglich aufreißt. Ja. So, das sind Pickup-Artists. Es gibt ja auch Beginners zum Beispiel. Selbst aber denk doch mal bei dem eigentlichen. Wie gibt das genau die Antwort auf deine Frage? Ich hab da auch mal einen Bericht drüber gesehen. Das sind natürlich dann aber alle so Strategien, die natürlich, also wie du schon gesagt hast, also wirklich so tendenziell so frauenverachtend sind, wo die Frau als Ware ist und wo der Mann sozusagen mit so einem Flair daherkommt. Also sie kann jetzt froh sein, dass sie mich kriegt. Und das ist sozusagen das Recht des Mannes, die Frau auszuwählen, die er will und dann heimzugehen. Und, so. Und also diese Haltung, so eine superiore Haltung wird dann den Teilnehmern in diesen Kursen vermittelt. Und in der Tat
glaube ich auch, dass es eher so verhaltensunsichere Männer sind, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie bei Frauen aus welchen Gründen halt auch immer nicht so gut ankommen und wo die Not natürlich vielleicht auch groß ist. Das wäre Gaslighting, weil ich da der Frau dann irgendwie... Es geht ja um Manipulation. Genau, das heißt, es wird ja manipuliert, es wird auf der einen Seite im Prinzip jetzt so wie komplimentiert, so, ja, genau, das ist ja, schaust ja jetzt schon gut aus und sowas, so, aber hast ja auch Glück, dass ich da bin, und zugleich wird aber auch im selben Satz wieder irgendwas Erniedrigendes gesagt, so, weil eben, genau, du hast Glück, dass ich jetzt gerade des Weges komme und ich jetzt aufreißen will, so auf die Art. So, und das ist, die rühmen sich ja auch damit, so dass sie irgendwie am besten so einen Wohnort näher auf die Straße gehen und da versuchen, ist halt tatsächlich weit verbreitet im Hetero-Kontext irgendwie so, dass deswegen auch mit Frauen und dann, das Bett muss in der Nähe sein, weil es ist ja eine Methode, die führt fast immer zum Erfolg. Und wenn die nicht zum Erfolg führt, dann war das einfach eine blöde Kuh. Ja, und das jetzt mal so irgendwie. Mal bei YouTube Pickup-Artist eingeben. Ja, oder es lieber nicht machen. Interessante Videos. Franzik hatte das noch nicht, oder? Der hat das schon alles gemacht. Da kommen wir natürlich in ein schwieriges anderes Thema rein, also das sozusagen auch nicht ganz einfach ist. Also ich denke mal, wie es immer im Leben ist, wenn es schwierig ist, einfach jemanden zu finden, mit dem du über diese Schwierigkeiten reden kannst. Ob das jetzt professionell ist oder nicht, das bleibt mal dahingestellt. Aber sich mit anderen Leuten austauschen hilft bei vielen Problemen. Ich kann vom Licht her gar nicht so sehen. Da, ich glaube, machen wir mal so von hinten nach vorne. Ja, weil es dann auch um Beratung und ja, länger und hauptsächlich um Authentizität ging. Wenn jemand ankommt und sagt, er ist in einer Situation, beurteilt man, wie real das ist. Das finde ich wahnsinnig schwer. Wenn jemand eine Suchtproblematik hat, dann weiß ich sehr genau, wie der Partner trinkt. Wenn jetzt jemand sagt, der Gerst hat, kann ich das halt überhaupt nicht beurteilen, weil das kann die Person selber schon so schlecht beurteilen. Das kann man anfangen. Fragen zu stellen, die man wahrscheinlich so im Team darauf hindeuten, dass er diese dass er immer weiter so interpretiert. Die Beziehung. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das rauszufinden? Also wer da Täter und wer Opfer ist, aber man kann natürlich auch Gaslighting als Vorwurf als die Gaslighting benutzen. Aber du meinst jetzt quasi, wenn jetzt sagen wir, die betroffene Person geht jetzt in eine Beratungsstelle, habe ich die jetzt richtig verstanden? Ja. Na gut, aber dann geht es ja erstmal darum, eben. Wenn ich jetzt so als beratende Person mich da so reinversetze, dann versuche ich ja erstmal die Person, die zu mir kommt, ernst zu nehmen. Und zu gucken, weil die gibt mir genau ihre Wahrnehmung wieder. Wenn es ein Freund ist und jetzt nicht so umgesetzt. Also nicht quasi keine Fachkraft. Wenn man natürlich auch immer glaubt, dass die Person da. Aber wenn es gibt, zum Beispiel Psychosen auf den Schizophrenen Normenkreis, wo jemand wirklich eine schiefe Wahrnehmung hat. Was macht man? Naja, ich würde es tatsächlich eben abklopfen und erstmal zu gucken, weil man bei Psychosen aus einem schizophrenen Formenkreis, ich sage mal so, die treibt ja in gewisser Weise auch Blüten. So, ne? Da werden ja dann auch Aussagen gemacht und die sind dann oft verbunden auch mit Halluzinationen, mit Wahnvorstellungen. Und mich würde behaupten, das lässt sich schon ganz gut differenzieren. Aber erstmal würde ich natürlich gucken, dass ich die Schilderung von der befreundeten Person, sagen wir jetzt mal, erstmal ernst nehme, um zu gucken, so, weil das ist deren Wahrnehmung, ne? Die ist ja authentisch letzten Endes auch. Und die kann ich erstmal nicht in Frage stellen. Und wenn ich dann feststellen würde, okay, da kommen jetzt irgendwie so Sachen mit rein, weil klar, ich denke, das kann natürlich passieren, dass gerade wenn es so eine wirklich so eine zielgerichtete Form von Manipulation und Gaslighting ist, wie jetzt unglaublich detailliert so dargestellt ist, eben auch in das Haus der Lady Elquist, diese Verfilmung von dem Drama. Da geht es ja wirklich darum, dass ganz gezielt manipuliert wird. Und es kann natürlich auch so einen Eindruck erwecken von so, boah, genau, stimmt mit dir was nicht. Das ist natürlich auch das Gefährliche dran, weil zugleich auch gedacht werden kann, so, die Person, die da zu mir kommt, die ist psychotisch. Das wäre eigentlich so genau das Ziel von so einer zielgerichteten Manipulation. So, oder was meinst du, Christopher, der alter Psychologe? Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein realistisches Beispiel ist, weil ich glaube, dass wenn jetzt die Person wirklich käme und das dann und den... Also diese Vermutung schon so klar formuliert, dann ist ja schon was gelaufen. Dann hat die ja schon einen gewissen Reflexionsprozess hinter sich, den sie ja dann erzählen kann. Und ich denke, dann ist man ja dann schon im Thema. Und ich meine, in der Tat, egal, ob ich jetzt ein Berater oder ob ich ein Freund bin, ich bin nicht die Ermittlungsbehörde. Ich bin jetzt erstmal für die Person da, die mir gegenüber sitzt. Und dann nehme ich das auch so an, erstmal, wie die Person das sagt. Und versuche halt, ob ich es nachvollziehen kann. Und ich meine, wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dann kann ich immer noch sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber
Ja, ja, genau. Und ich denke, erstmal zuhören. Erstmal offen sein und zuhören und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt entscheiden, ob das wirklich Gaslighting ist. Sondern die Person hat offenbar einen Leidensdruck, sonst würde sie sich nicht an dich wenden. Und ich würde es erstmal, und gerade bei Dingen, die halt wirklich subtiler sind, ist es halt vielleicht auch in der Tat, da hast du ja recht, gar nicht so einfach. Aber eben genau, gerade das Ernst nehmen. Ich denke, das ist ja das, was man so in Freundschaften ja auch erstmal macht. So, ne? Wenn jetzt so eine Freundin oder ein Freund zu mir kommt und erzählt von irgendeinem Problem, dann versuche ich das ja erstmal auch ernst zu nehmen. So, und das eben auch wie, so rückzumelden, eben als ernst genommen. Ja, aber dadurch wird man dann hier irgendwo gesetzt. Ja. Macht man das. Genau, ja, genau, macht man. Man macht Mensch auf alle Fälle natürlich auch, aber. Klar, es kann eben auch schwierig sein vielleicht und es kann dann auch sehr diffizil werden unter Umständen. Aber das wäre jetzt nicht so der Standardfall, von dem ich jetzt zwingend ausgehen würde. Ja, vorher hatten wir jetzt mit diesem Format Pop-Art-Artist. Das ist jetzt ja eben so von Angesicht zu Angesicht auf der Straße beispielsweise. Aber jetzt bewegen wir uns ja auch sehr viel, ja. Virtuell, Internet, gerade Dating-Plattformen und so weiter. Und ich denke, vielleicht hat es ja der eine oder andere schon mal in seinem Leben mitbekommen, da schreibt man jetzt mit jemandem, tauscht man vielleicht auch Bilder aus und findet sich ganz toll und ist alles ganz nett, man unterhält sich, es baut vielleicht auch eine Vertrauensbasis vielleicht schon irgendwie auf und dann plötzlich kommt ihr und sagt, es passt vielleicht doch irgendwie nicht und dann kommt gleich, ja, so einen wie dich, den hätte ich sowieso nicht nachgelegt oder du bist ja sowas von der, also aus nichts sonst eine Beleidigung, ist ja eigentlich vielleicht auch genau das Gleiche. Man macht jemandem Avance, man gibt jemandem das Gefühl, boah, du bist so toll, ich interessiere mich für dich. Und dann bloß, wenn der dann sagt, er hat kein Interesse, gleich so ein richtiges, also so beleidigend werden. Kann man das dann mit vergleichen? Würde ich auf alle Fälle sagen, weil sie zugleich auch wieder die Erniedrigung hat. Das kann ja auch wieder zurückswitchen. So, ne? Dann wird doch wieder so eine Avance gemacht oder sowas. Und im nächsten Moment kann natürlich schon wieder die Erniedrigung folgen. So. Das ist ja irgendwie auch genauso das System, was ja dahinter steckt. So, ne? So irgendwie so ein bisschen ranziehen, wegdrücken, aber dann doch richtig ranziehen. Und so, ja, das ist, wenn das irgendwie so ein Ziel ist, das genau dadurch verwirklicht werden soll, das Selbstwertgefühl von der anderen Person zunichte machen. Und selber ist man dann nur noch die Person, so als ausübende Person, die eigentlich dafür da ist, dieses Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten und genau das so. So eine Abhängigkeit zu erzeugen, letzten Endes auch. So, das ist so die ganze Idee, die ja so mit, eben genau wie der letzten Endes hatten wir vorher schon, Machtausübung und Dominanz, die ja so mit dahinter steht. Wenn das jetzt ja diese ausübende Person macht, das kann ja sein, die macht das mit weiß nicht, wie viele Menschen, also jetzt vielleicht im realen Leben als auch virtuell, merkt die das, also das muss schon eine krankhafte Form sein, wenn er selber gar nicht merkt, Ist das denn Gaslighting oder ist das was anderes? Das wäre ja auch die, was ich vorher mal so kurz angerissen habe, dass ja auch in der Fachliteratur davon ausgegangen wird, dass zum Beispiel Personen sich bemerken, die unter, sagen wir, einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden oder dergleichen. Ist, genau. Oder ist es, wobei ich hier sagen würde, da ist es wirklich eigentlich sehr gezielt, gerade wenn es um Pickup-Artists geht. Die kennen vielleicht den Begriff Gaslighting nicht, aber es ist wirklich was Zielgerichtetes. So, nicht jetzt, wie wir es eben auch hatten, so in Beziehungen, wo diese Aussagen getroffen werden, so aus Unvermögen Gefühle zum Ausdruck zu bringen oder über ein Problem offen reden zu können. Zu sagen so, du machst immer ein Problem, wo gar keins ist. Ist, würde ich sagen, klar, ist dasselbe Phänomen, ist letzten Endes beides Gaslighting, aber von einem anderen Hintergrund oder aus einer anderen Intention raus. Ich habe, also die Marsha Eulis, ich kann es mal ansprechen, ich habe also in der Zeit gearbeitet, in der Psychosomatik. Ich konnte dir total gut folgen, also auch bei dem Aufbau auch die ganzen Infos, also toll, ich habe bei dir einfach stark. Und dann verschwand es immer wieder durch meine Tätigkeit in der Psychosomatik, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich dort tagtäglich. Also wir haben auch Familienseminare gemacht, in Beziehungs-, also wie läuft das permanent? Dieses Gaslighting, das Manipulative, das, die Wahrnehmung dem einen von dem Co-Abhängigen, sag mal, als Co-Abhängigen ist derjenige, der nichts trinkt oder keinen Zugstoff benutzt, gegenüber dem Süchtigen und umgekehrt. Und das dann irgendwann kippt es
und auch in psychosomatischen Konstellationen dieses Thema Macht und Unterdrückung war auch vereinbar. In meiner Beziehung war das genauso. Und das kippte dann auch mal wieder. Also das Spiel war dann immer dasselbe. Das, immer wenn das so auftaucht, wenn ich beruflich, hast du eigentlich permanent damit zu tun gehabt, dann habe ich schon von dir nie so was doch nicht, es verschwand dann. Aber ich stelle mal die Behauptung auf, in Subfamilien läuft es permanent, auch in vier psychosomatischen Krankheitsbildern, es ging ja immer nur um Narzissmus, es gibt ja ganze bei Schizoiden und so weiter, egal welche Persönlichkeitserkrankung man nimmt, dass in solchen Paarkonstellationen das ganz genauso läuft. Oder was zum Schluss jetzt Thema war, wenn einer so bei dem Dating, das sind Sadisten oft auch, die den anderen einfach dann irgendwann wegkicken, die in Kontakt gehen und dann haben die sich gut dabei fühlen, vielleicht noch daheim die Nummer, wie viel sie das schon gemacht haben, ja, Sadismus heraus so erkannt. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist, finde ich, ein hartes Wort. Also wenn man Beratung macht, dann kriegt man sehr, 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 sehr viele Beispiele von diesen Enttäuschungen, wie das beim Online-Dating läuft. Weil das eine Erfahrung macht, ist, die viele haben. Aber ich glaube, dass es da einfach auch so viele Leute gibt, die so eine Enttäuschungsakkumulation haben. Die halt jeden Tag dann vor Gay Romy oder vor Weiß der Geier was sind und so oft enttäuscht worden sind und dann sozusagen in dem Fall, den du geschildert hast, kriegst du dann also wirklich sozusagen diese Enttäuschungskaskade von den letzten 10 Abfuhren, die der gekriegt hat damit. Und dass das natürlich eine Geschichte ist, die hochriskant natürlich ist. Also ich weiß nicht, ob das wirklich Gaslighting ist, aber das ist eine Geschichte, wo auf einem ganz komprimierten Raum ganz intime Sachen, ganz große Hoffnungen verhandelt werden und in ganz kurzer Zeit und dann kommt es auf einen Punkt ja oder nein. Und wenn das Nein ist, dann habe ich diese ganze Hoffnung schon wieder umsonst investiert. Und ich denke, das ist diese Fallhöhe, ist das, die einfach die Heftigkeit ausmacht, jetzt nicht vielleicht so ein immanenter Sadismus. Ob das jetzt wirklich Gaslighting ist, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, dass es einfach wirklich eine unglaubliche Enttäuschung ist. Da kommt dann einfach die Frustration raus. Das hat ja weniger mit Manipulation zu tun, als vielleicht dann irgendwie, hier zeige ich es jetzt. Oder boah, ich bin so enttäuscht und du spürst es jetzt. Ja. Für die von dir, weil du ja auch in dem Bereich gearbeitet hast, stimmt da, wenn es meine Wahrnehmung stimmt, dass das so mehr oder weniger Alltag ist in Suchtfamilien oder Suchtbeziehungen oder Partnerschaften, das Gaslighting oder Sinn? Das ist ja eigentlich, finde ich, so aus meiner Erfahrung raus würde ich sagen, ja, das ist ganz häufig irgendwie auch, dass eben genauso die Seite, die jetzt unter einer Abhängigkeitserkrankung leidet, das versucht, so aus den unterschiedlichsten Gründen so in Abrede zu stellen, so, ach, das ist nicht so schlimm. Einmal zu sagen, eben so, mein Konsum ist ja gar nicht so schlimm, so, oder ich habe doch überhaupt nichts konsumiert, so, wo dann auch so verdeckt und versteckt irgendwie versucht wird zu trinken. Alkohol ist ja das klassischste Beispiel überhaupt. Deswegen würde ich durchaus sagen, ja, das ist so tatsächlich so nicht immer, also immer schwierig irgendwie zu sagen, das ist jetzt irgendwie immer so, aber aus meiner Erfahrung raus irgendwie ganz oft nur, dass in dem Bereich, wo ich in der Suchthilfe gearbeitet habe, hätte ich es noch nicht so erlebt, weil ich mich noch nicht so mit dem Thema Gaslighting befasst habe. Aber ja, ich würde sagen, ist ein sehr, 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 da kann man noch ganz viele Sehrs hinten dran fügen, weit verbreitetes Phänomen, wenn es um Suchtmittelproblematiken geht. Also da bin ich absolut bei dir. Ja, aber das wird einem schon beantwortet, ob Social Media da eine Rolle spielt, das zu verstärken, also das Phänomen Social Media, dass das eben bestärkt oder abschwächt, oder weil, du hast ja gesagt, das setzt ein Vertrauensverhältnis erstmal voraus oder eine tatsächliche Beziehung, aber es gibt natürlich diese Pseudo-Beziehungen oder Pseudo-Verhältnisse, die da kurz entstehen. Und gibt es da eine, von der Altersstruktur Trends, also dass das irgendwie zu oder abnimmt, vielleicht auch durch Social Media, weil also wenn ich halt sehe, wie, sagen wir mal, jüngere Freunde von mir, wie die kommunizieren, da hat, glaube ich, auch einer mal Gaslighting irgendwie erwähnt und ich dachte dann, da gibt es ja immer so, die haben ja schon alle möglichen Begriffe, die man zu meiner Generation gar nicht kennt, um irgendwie solche Social Media Kommunikations
Verhaltensweisen zu benennen. Ich muss gerade so schmunzeln, weil jetzt sprichst du natürlich mit dem ganz großen Social-Media-Experten mit mir. Also, weil das ist tatsächlich was so, oh, da könnte ich vielleicht nochmal die eine oder andere Studie irgendwie zur Rate ziehen, wenn es um Social Media geht, aber da bin ich tatsächlich relativ wenig bewandert tatsächlich, aber was du schon gesagt hast mit dem Vertrauensverhältnis, klar, wenn es jetzt irgendwie eine Paarbeziehung ist, die ganz viel irgendwie im Kontext von Social Media ja auch abläuft, so würde ich sagen, klar, kann es mit reinspielen, aber sonst könnte ich tatsächlich gar nicht so klar beantworten, zu sagen, so genau diese Mechanismen, klar, würde ich sagen, die lassen sich auch über oder würden sich auch über Social Media transportieren lassen. Anders als sicher sagen könnte ich es dir nicht. Okay. Das sagen wir mal, ich bin mit einem Gastleiter zusammen. Du warst oder stellt sich heraus, er ist der Gastleiter und es geht dazu, zu finden sich die zwei. Kann ich von einem Gastleiter, dass er einzig in seinem Leben. Naja, da kommst du natürlich jetzt ein bisschen wieder, da kommen wir wieder zu den Hintergründen. Ne? Wo kommt denn diese ganze Chose, sage ich jetzt mal ganz salopp, wo kommt denn das her? Und Einsicht würde ich sagen, kommt natürlich wirklich darauf an, so ist sich der ganzen Sache bewusst? Dann wäre er wahrscheinlich keine Einsicht, selbst wenn er sie hätte. Im Prinzip, er wüsste ja dann, dass er was macht, was nicht stimmt. Wenn er aber die Einsicht gar nicht drinnen hat, weil er gar nicht so richtig irgendwie so, oh, das ist alles ansozialisiert so und sehr subtil, ist die Frage, was eher zutreffen könnte, weil klar, wenn ich würde sagen, ein Stück weit auch Persönlichkeitstypen abhängig. So, ne, ist es eine Person, mit der man das ja auch die Schwierigkeit zu sagen, so, oh, ich kann jetzt so als Partner den Partner oder als Partnerin den Partner, wie auch immer, darauf ansprechen und bin mir sicher dabei, dass ich das ansprechen kann und vielleicht auch sagen kann, so, boah, ich glaube, das wäre irgendwie ganz gut für dich, für mich und für uns beide, irgendwie, wenn du Therapie machen würdest, wenn ich da so eine Sicherheit habe, die weiß man natürlich nicht. Raus ist die Chance. Wenn der Gastleiter Besitz macht, der tut es zum Kontrollübernahme, hat er eine Strategie. Die Strategie soll ihm helfen zu leben. Es hat eine Ursache. Zu gefangen darin. Das heißt, es wäre eine Möglichkeit für ihn selbst darauf zu kommen, er müsste eine Therapie machen, um dieses Gastleiten zu verlassen. Das heißt, die Blockade ist jetzt was? Ist das kein Zugang zu den eigenen Gefühlen oder was ist das? Ich würde es, weil dann kommen wir mal jetzt ein Stück weit auch wieder zu der Idee von Toxic Masculinity kommen. So wie du sagst, der Zugang zu den eigenen Gefühlen ist nicht der Fall. Das ist ja dann hilfreich. Letzten Endes, wenn ich der Person sage, so, oh, du machst ein Problem, wo gar keins ist, also gibt es dieses Problem gar nicht, also müssen wir gar nicht drüber reden und ich muss überhaupt gar nichts von mir preisgeben. Könnte ich auch eigentlich nicht, weil ich es nie gelernt habe. Also klar, es ist immer auch so ein Stück weit so eine Kosten-Nutzen-Abwägung dann, oder wäre dann ja ein Stück weit mit dahinter, so abzuwägen, so, ich habe ja eigentlich das, solange das natürlich funktioniert, ne? Wenn ich sage, so, ich habe dieser Person, die ist eine Abhängigkeit von mir, sobald man die auf die Schliche kommt, kann es natürlich schwierig werden und brisant werden. Und dann ist natürlich die Frage, was macht jetzt so die gastleitende Person damit? Was wäre jetzt so der Outcome? Ich würde fragen, welche Art von Schritt kann ich so ein Gastleiter? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo ich was gelacht habe, dass man dem Gastleiter dann die Therapie anbietet. Ich glaube, der würde das nicht sehen, dass er das muss, weil er in einer Gesellschaft sozialisiert worden sind, wo Machtstrategien belohnt werden. Und er ist kein Opfer von der psychischen Störung, sondern er nimmt ja eine Machtstrategie ein. Er macht ja etwas, um seine Beziehungsmacht zu festigen. Er will sich festigen und er will vielleicht die andere Person schwächen. Und dass wir leben in einer Gesellschaft, wo solche Methoden, siehe Neoliberalismus, völlig legitim sind. Warum sollte er eine Therapie machen? Also, soll er sich statt Psychotherapie in der Gesellschaft? Ja, klar. Ich geht auch beides. Ja, und wahrscheinlich würde er weder das eine noch das andere machen. Und
Und ich finde, es ist auch selbst in der Therapie, wenn du Paartherapie hast, finde ich das wahnsinnig schwierig, das anzusprechen. Die ganz klassische Konstellation zum Beispiel in schwulen Paaren ist, wenn ein großer Attraktivitätsunterschied ist. Das heißt, einer ist wesentlich attraktiver, vielleicht sogar auch jünger als der andere. Und da erlebe ich manchmal dann schon so eine Strategie, dass sozusagen der nicht so attraktive immer so vergiftete Komplimente macht, die letztendlich so ein bisschen die Attraktivität des anderen sozusagen in Frage stellen oder sozusagen so tun, als wäre die jetzt vergänglich oder so. Das heißt, das ist ein Machtinstrument. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Ergebnis einer psychischen Störung ist und ob das sozusagen therapiewürdig ist. Also ich finde, es wäre schon gut, dahin zu kommen und also diese Kommunikationsstrategie in der Beziehung einfach aufzulösen. Und deswegen sind die ja dann eigentlich auch bei mir. Paarberatungen sind fast immer nur Kommunikationsberatungen. Und es ist so wahnsinnig schwierig, dann überhaupt das zu thematisieren, ob die Paare finden, dass es da einen Attraktivitätsunterschied gibt und ob der dem Paar ein Problem macht. Da kommst du fast nicht hin. Und das ist sozusagen, ich glaube, das ist wirklich eine relativ änderungsresistente Geschichte. Und deswegen finde ich es schon gut, dass, wie wir vorhin hatten, Freunde, dass das Umfeld vielleicht auch Rückmeldungen gibt. Das heißt, wenn ihr so etwas im Freundeskreis habt, wirklich mit den Paaren zu reden oder vielleicht also auch mit beiden Betroffenen und zu sagen, also was mir auffällt in eurer Kommunikation ist das und das und das finde ich schon ein bisschen schräg. Und das sind, glaube ich, Dinge, die helfen können. Und ansonsten, ich habe das wirklich in meiner 30-jährigen therapeutischen Erfahrung noch nie sozusagen gehabt, dass jemand mit dem Therapiewunsch irgendwo hingekommen wäre. Also ich halte das für nicht in der Realität für nicht so wirklich praktikabel. Und letztendlich, um auf die Frage noch einzugehen, beides würde wirken. Ich denke, das, was da wichtig wäre, ist das Vertrauensverhältnis zum Therapeuten. Und ob das jetzt ein VTler ist oder ein Analytiker, ist es dann auch schon wurscht. Ist eigentlich nach dem Studium bei beiden gegeben. Ja, es ist 9 Uhr, kein Finger ist erhoben. Offenbar ist die Sache rund, ich hoffe es. Ja, sehr spannendes Thema. Vielen Dank, dass du uns mitgebracht hast. Also ohne dich wäre es so nicht passiert. Danke, danke. Und für die Einladung. Ja, also erstmal dafür noch einen Applaus. Und noch ein ganz kleiner Ausblick auf die letzte Männerakademie des Jahres, nämlich im Dezember. Ich glaube, das ist der 16., auf jeden Fall der zweite Dienstag im Dezember. Und da gehen wir wieder ein bisschen back to the roots, nämlich zu den klassischen Männergesundheitsthemen. Und es ist verrückt, dass wir erst im 10. Semester der Männerakademie das Nummer 1 Gesundheitsthema von uns Männern haben, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 300.000 Herzinfarkte im Jahr in Deutschland ist Grund genug, dass wir da mal drüber reden. Und ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, dass ihr dabei seid. Und ich danke dir und hoffe, dass du auch dabei bist. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja im Café noch oder sonst. Danke.